Ich glaube, ein gewisses Maß an Talent gehört dazu, aber man muss vor allem die Freude am Beruf spüren. Man muss sehr gerne mit Leuten zusammenarbeiten und dann hat man schon sehr, sehr vieles in unserem Beruf erreicht. An Talent glaube ich nicht wirklich, sondern eher an Fleiß, Ehrgeiz und an ein Ziel, das man fokussiert. Ich denke, dann kann man alles erreichen. Talent macht aus, dass man einfach das, was man macht, dahinter steht und das einfach dranbleibt. Das Talent kommt oft erst mit der Zeit selber. Wenn einem der Knopf aufgeht, dann kann man alles schaffen. Ist Talent alles oder gibt es auch noch andere Faktoren? Man kann vieles lernen, aber ich glaube, Talent ist einmal die wichtigste Grundlage, die man mitbringen sollte, um diese Aufgabe gut zu erfüllen. Auch. Ich glaube, dass vor allem der Ehrgeiz auch dahinter steckt. Wenn man einen Ehrgeiz hat und wenn man was wirklich schaffen will, dann kommt das Talent raus. Es sind viel versteckte Talente wahrscheinlich, die sich einfach nicht drüber traut haben. Da gehört sehr viel Feingefühl dazu. Man muss ihn irgendwo auf gewisse Stärken hinführen. Und dann erkennt man sehr stark, wo sich jemand einpendelt und in welcher Abteilung er auch stark sein kann und wird. Man braucht Zeit, man muss auf die Lehrlinge eingehen, man muss sie begleiten, man muss nah dran sein an den Lehrlingen. Das machen bei uns die Ausbilder vor Ort. Und dann kann man das recht gut mit der Zeit herauskitzeln. Boah, das ist schwierig. Einfach probieren, einfach tun. Das Wichtigste ist Talent auszufinden, einfach machen lassen. Genau. Die Buben macht es, die Dirndl macht es, probiert es was Neues, wenn es einmal in die Hosen geht, das macht nichts.